Zum einen wurde es ja jetzt so dargestellt, als wenn ich extrem sauer gewesen wäre gestern. Also extrem sauer hat mich hier noch niemand erlebt. Ich war ärgerlich aufgrund von dem, dass wir so knapp dran waren, in dieser schwierigen Situation dann noch zu punkten, weil die Mannschaft es einfach richtig gut gemacht hat. Wir waren so stabil gestanden, dass es nicht den Anschein hatte, dass wir hier das Spiel noch verlieren würden. Im Gegenteil, man hatte fast so hinten raus das Gefühl, wir gewinnen es noch sogar. Und deswegen war ich eigentlich relativ sicher am Spielfeld an, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen. Dann waren wir halt natürlich traurig und ärgerlich, dass wir dann nichts mitgenommen haben. Dann ist auch egal, was dem Spieler in dem Moment durch den Kopf geht. Es war so, dass das die spielentscheidende Situation wohl war und wir uns nicht erlauben können, dann 60 Minuten in Unterzahl zu spielen. Und egal, ob das eine Entschuldigung da war oder nicht, es geht so nicht. Ja, das darf uns kein weiteres Mal passieren. Ich glaube, wir haben wesentlich stabiler gespielt wie vor vier Wochen noch. Es war auch ein Schritt nach vorne, ja, auch wenn wir das Spiel verloren haben und das Ergebnis uns überhaupt nicht gefällt. Ja, aber es war einfach auch vieles gut und das müssen wir auch sehen und wir jetzt auf diesem Weg weitermachen müssen. Es ist ja jetzt so, dass tatsächlich die Vorrunde beendet ist. Ja. Wir haben jetzt eine ganze Rückrunde vor uns, in der wir genau auf dem Weg weitergehen wollen, wie wir jetzt stabil aufgetreten sind, wie stabil wir in der Abwehr gestanden sind. Auch, ja, das war einfach auch wirklich sehr viele positive Aspekte aus dem Spiel rausziehen kann. Mergin Mavrai haben wir ja schon ein paar Tage länger da. Der hat es ja schon gezeigt, dass er für uns wirklich eine gute Verstärkung ist. Und bei Papa ist es so, eigentlich war er nicht geplant, dass er von Beginn an spielt, weil er normalerweise noch nicht ganz so weit ist. Aber er weiß, wie ich spielen möchte. Er kennt meine Spielidee und von daher war es für ihn natürlich ein Vorteil, dadurch nochmal auch schneller wieder Fuß zu fassen und hat sich dann nahtlos ins Spiel eingefunden und die beiden haben es wirklich klasse gemacht hinten zusammen. Ich glaube, es war so gut wie nichts aus dem Spiel raus an Torchancen für Wolfsburg vorhanden. Wie ja schon hinlänglich bekannt, schon oft darüber gesprochen, dass wir gerne noch auf der zentralen Mittelfeldposition noch was machen wollte in der Defensive, dass wir da gerade noch einen Spieler hätten. Dann laufen alle Bemühungen hoch zu machen.